So einen wundervollen schönen guten Tag zusammen. Heute ist Freitag. Und ja, eine gute, eine schlechte Nachricht. Was zuerst? Zuerst die schlechte. Das ist das letzte Trading-Video mit dem System. Und jetzt die gute? Das ist das letzte Trading-Video mit dem System. Die 2-2 ist fertig. Applaus, Applaus. Das hat echt jetzt wunderbar geklappt. Gestern haben wir es fertig hinbekommen, dass es alles wirklich so funktioniert, wie es soll. Und ja, das bedeutet, die nächsten Videos ab nächster Woche werden mit dem neuen System gemacht. Mit der Version 2.2. Da brauchen wir hier das gar nicht mehr. Das haben wir dann hier integriert. Wir hatten ja schon mal, glaube ich, geschnuppert. Und ja, dann haben wir hier auch eine schaltbare Multicurrency und viele andere Sachen. Wir können uns hier eine Pulslinie mit anzeigen lassen. Ja, es ist, also wie gesagt, wir gehen natürlich dann am Montag oder Dienstag da nochmal genau drauf ein. Da werde ich euch das alles dann zeigen, was anders ist, was neu ist. Ne? Nochmal in der Final Version. Natürlich gibt es dann auch eine Anleitung. Einmal die Videoanleitung natürlich, wie ihr sie kennt. Ja. Dann wird es auf jeden Fall noch eine PDF-Anleitung geben, wo man nochmal Sachen nachschlagen kann. Ja. Weil es halt einfach ziemlich umfangreich ist. Es ist was anderes, als wenn ich hier so ein Panel habe, das quasi sämtliche Indikatoren, Charts, Template, Ladungen, Filter, Settings steuert. Oder ich habe einfach irgendwie hier neben meinen Navigator ziehen einen Indikator rein, der als ganz alleinig, ohne Abhängigkeit mit irgendwas läuft. Ne? Also sprich, man hat einfach nur einen Einzelindikator. Oder wir haben hier ein komplettes System, was alles miteinander verschachtelt, verknüpft ist. Und da machen wir auf jeden Fall nochmal ein PDF, weil es dann gab immer einzelne Unklarheiten nochmal. Das hat sich halt so im Laufe des Next Levels so ergeben. Dass man dann da sitzt, ja, wie war das jetzt nochmal hier mit Multicurrency und den Charts? Und wie kriege ich die hin und weg? Weil es macht auch jetzt in der Version, ja, wenn ich die mit dem Panel erstelle, sind die für das Panel quasi erstellt. Wenn ich die aber hier oben mit weglösche, sind die für euch weg, aber für das Panel sind die noch da. Ja, weil ihr müsst sie auch über das Panel dann löschen. Ja. Das werden wir nochmal ganz detailliert. Ihr habt dann jetzt auch hier extra hier einen Button, der heißt Charts Plus für hinzufügen, Charts Minus für wegnehmen. Ja, also das alles nochmal, auch auf einem PDF, kann man das dann nochmal nachschlagen, wenn man sich unsicher ist, wie das zu handeln ist. Ja, dass man nicht sagen muss, guck dir doch mal das Video an, das ist dann vielleicht 37 Minuten, ja, dann hängst du da und brauchst eigentlich nur so einen kleinen Bruchteil davon, von deinen Informationen, die du benötigst und, oder von den Informationen, die du benötigst und musst dir dann nochmal dieses ganze Video reinziehen. Ja. Das wird alles gemacht, wir haben jetzt von der Zeit her, haben wir heute Freitag den 25., ne, das sind noch 1-2 Wochen, ja. Und hier, ne, natürlich werde ich das dann am Samstagabend dann irgendwann wahrscheinlich hochladen, ist das schon fertig. Und am 13. schreibe ich dann alle Leute per Mail an, dass sie sich runterladen können. Oder einfach Telegram-Gruppe. Wer dort ist, ist natürlich direkt am ja, Live-Informationsfluss. Ne? Wenn ich überlege, wie viel das noch früher war, da mit Facebook und Facebook-Gruppe. Allein schon auf zwei Wege geteilt, auf Facebook allein. Und jetzt ist das doch so sehr einfach und kompakt. Hier haben wir im Dollar-Yen ein Signal. Da gucken wir mal nach der Rendite. Dollar-Yen 21, das würde uns natürlich zu spontanem Reichtum verhelfen. Aber wir haben auch ein Signal im Out-Yen. Dann nehmen wir hier, weil hier ist auch, ihr braucht nur mit Leertaste, ne? Zack. Könnt ihr den Chart-Switch anmachen, ausmachen. Ja? Jetzt machen wir wieder aus. Also weg ist natürlich aus. Haken dra ist an. Ne, mit der Leertaste. Das steht hier nicht. Ne, das muss man halt einfach wissen, weil die Funktion, man kann nicht alles jedes hier nochmal mit der Info beschreiben. Da werden wir mit einem Panel von 7 Metern dabei. Aber jetzt haben wir hier ein schönes Signal. Ne, wir sehen auch hier neben die Dots. Also hier haben wir ein Dreier Signal. Wir sind im Bereich M2. Das heißt, wir treten dann von 9.38 Uhr bis 9 Uhr, hier haben wir es ja, also in 8 Sekunden, ne, gehen wir rein, für nach oben bis 9.40 Uhr, auf, 3, 2, 1, zack, gehen wir rein. Ne, sieht doch ganz schön aus von, ne, wir haben hier, ist vielleicht jetzt ein bisschen zu groß gemalt, ne,
Aber so haben wir doch hier einen Bereich, wo er auch schon mal abgeprallt ist. Das auf jeden Fall jetzt hier nochmal korrigieren kann. Und dann kann er durchstoßen. Hier drüben gab es auch schon mal den Bereich, der ist natürlich jetzt halt hierfür nicht mehr hot, ne? Weil er schon mal angetestet wurde. Aber allein hier dieser Bereich, ja. Rein, Drehung, rein, nochmal Drehung beim dritten Mal, pam, durch, ja. Ist auch nur, weil ich mir das ein bisschen verkleinert anzeigen lasse seit. Ja, das ist einfach besser. Man sieht halt nochmal mehr, als wenn ich es so habe. Ne? So sehe ich zwar schön die Kerzen, aber jo. Ich sehe lieber nochmal so, was ein bisschen mehr links ist. Ne? Und da ich ja jetzt hier eigentlich fast nur noch. Das habe ich jetzt nur noch pro forma hier unten mitlaufen. Ne? Mich hier drum kümmere. Was ist hier? M1, M2, M5. Hab hier meine Dots und alles. Ne? Das reicht mir völlig. Ne? Hier out. Out hier, out cut, ich sehe sofort, was wo ist. Ne? Wie gesagt, in der 2-2er, dann sage ich auch noch, ich möchte jetzt in den von Dollar und welchen Timeframe aktiviere ich dann hier oben? M1 von Dollar, pam, bin ich da. Wenn ich jetzt drauf drücke, ne, wisst ihr, habt ihr hier immer dieses, ne, dass der halt die Charts durchläuft. Ne? Wie gesagt, das war eigentlich eine gute Lösung, ne, weil man nur noch wäre, ach, von Dollar, ich brauche hier drücken. Ja? Aber die Reihenfolge ist manchmal nicht ganz klar. Ne? Ihr seht jetzt ja auch, wir haben M2. M5, da waren wir eben schon mal M1. Jetzt müsste wieder M2 kommen, jetzt kommt aber erst wieder M5. Ja? Also das ist nicht so ganz klar geworden, wie das da funktioniert. Ich sehe gerade hier, was macht denn unser Tradie-Wady? Da haben wir 80 drin, die Erhöhung wäre 1,81. Ah, hier haben wir gewonnen. Habe ich hier neben ausgerechnet. Wie gesagt, das braucht man demnächst auch nicht mehr. Ne, das auf dem zweiten Monitor. Ne. Jetzt können wir noch audieren, gucken wir nochmal. Jetzt sind wir in M5. Jetzt sind wir in M2. Ne, sehen wir ganz, ganz kleine Kerzen noch hier. Ne. Aber sie ist positiv, in dem Fall blau. Ne. Wir haben ja hier das BG. Da kriegt ihr auch die Templates immer mitgeliefert. Hier auch die Nakschen. Ja. BO. Ja, das ist ja. Blau-Orange und RG für Rot-Grün. Das ist die Abkürzung. Das hat nichts mit binären Optionen zu tun. Hier das mit, was weiß ich was hier. RG steht für irgendwas anderes. Fällt mir jetzt nichts ein. Ja. Ja, und hier diese mit automatisch erstellt, heißt dann natürlich V22. In dem Moment, wo ihr hier auf Template drückt, erstellt sich das automatisch. Ja. Braucht ihr also vorher nicht abspeichern. Ne. Wir machen dann im ersten Chart, machen wir unsere Einstellungen alles, wie wir es haben wollen. Ja. Es sind auch viele Settings jetzt schon voreingestellt, sodass man dann gar nicht mehr viel einstellen muss. Eher nur noch ein paar Haken setzen und nochmal in den Nachkommastellen was verändern, wenn man es möchte. Ja. Aber man hat schon zu 98,5% alles so, wie es hier im Video ist. Und das ist auf jeden Fall schon mal gut lauffähig. Ne. Wer es natürlich anders haben will, kann es verstellen. Aber muss man nicht. Ne. Wie gesagt, die Standardfarben sind hier in den Zero-One-Farben, in den Next-Level-Farben, dieses Orange. Blau, ja, das behalten wir mal dabei, ja, weil Rot-Grün ist jedes zweite Wald- und Wiesensystem und wer Blau-Orange sieht, ja, der weiß genau, oh, da geht es um Next Level Zero One Trading. Ja. Das kann sich natürlich aber auch jeder umstellen, wie er will, er kann auch mit dem weißen Hintergrund arbeiten. Ne. Aber das sind so die Standard-Settings und das haben wir dann auch hier die Farbgebung, ja, Blau für nach oben, was Grün ersetzt und Rot ist hier Orange für nach unten. Das gleiche haben wir auch hier und das haben wir ja auch in den ganzen anderen Videos schon. Ne? Wie gesagt, man kann es auch rot-grün machen. Das andere Template liegt dabei. Das ist eure Wahl. Ne? Was schmeckt besser, Rotwein oder Weißwein? Das muss jeder für sich selber individuell entscheiden. Gut, ja, da haben wir schon mal ein Trading gemacht. Ich möchte hier ganz gerne nicht auf irgendwelche politischen Sachen eingehen oder Meinungen oder das ist natürlich ein Thema im Moment. Ja? Was auch die Märkte bewegt oder bewegt hat, zumindest gestern. Also gestern war ja auch ich rede jetzt mal von den Kryptos, ja, ein schöner, schöner Talfahrt. Ne? Also es gab gute Rebuy-Kurse, ja, wer sich einkaufen konnte. Ich sage es immer mal im Verwandten- und Bekanntenkreis auch, ja. Jetzt habt ihr noch die Chance, irgendwo einzusteigen, ja. Natürlich kann es noch mal weiter runtergehen, aber das sind eigentlich jetzt schon gute Preise. Ne? Bei Altcoins sind wir teilweise ja über 50% hinterm All-Time-High. Das heißt, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Das heißt auch, die laufen auch ein bisschen mehr als der Bitcoin. Wenn der Bitcoin 5% macht, macht ein Altcoin 8% so ungefähr. Ne?
Ich rate aber natürlich dann, wenn ihr das machen wollt, geht in namhafte Coins rein und nicht in irgendwelche Startup-Tokens. Ich will da gar keine Namen nennen, aber halt geht in alles das, was die großen Börsen gelistet haben, rein und nicht irgendwie, naja, mit einer Trust-Wallet diesen Swap hinzufügen, exorbitante Gebühren überall bezahlen und weil die sind nicht so ganz an den Gesamtmarkt gekoppelt. Ja? Die machen das, wenn sie fallen, dann sagen die mal, ja, der Gesamtmarkt ist gefallen, aber wenn der Gesamtmarkt um 25% gestiegen ist, dann sind die Tokens nämlich nicht gestiegen. Ja? Dann ist das plötzlich, ja, gut, wir müssen erst noch die Exchange machen und wir müssen das und jenes und so. Haben immer alle alle Ausreden parat, warum es gerade nicht so ist. Ja? Und jetzt habe ich auch den Thread hier irgendwie verlabert, glaube ich. Ne, der ist ja gar nicht mehr heiß. Ne? Auf jeden Fall geht. Wenn ihr nochmal da einsteigen wollt in Kryptos, ne, oder auch in ETF starten, super toll, mein ETF ist so weit hinten, ja, also ich kann ihn so günstig kaufen am ersten. Ja. Das ist ein Sparplan, der macht ja automatische Einlage. Ja, auch wenn man ihn jetzt startet, ihr startet ja günstig, ne, man muss die Denke halt ändern, ne, dass nicht fallende Kurse schlecht sind. Natürlich, für den, wenn ich auszahlen lassen will, ist es schlecht, ja, aber um reinzusparen, ist es doch toll. Ja. Ihr spart jetzt relativ tief ein, ja, und wenn es dann mal wieder alles sich normalisiert, geht es rasanter hoch. Ja. Und dann kriegt ihr solche Einlagekurse nie wieder. Aber das sind die gleichen Leute, die jetzt sagen, oh, der Markt wird fallen, wir werden alle sterben. Und wenn es steigt, na, das ist eine Blase, na, das ist nur eine Blase. Ja. Und dann geht es wieder runter. Naja, sieht er, ja, ich habe euch doch gesagt, das war nur eine Blase. Ne? Und, ja, es gibt dann Leute, die nehmen das dann halt einfach auch wahr und nehmen das dann mit. Ja. Und das ist halt die eine Art. Ne? Also ich habe auch verschiedene Sachen noch von der Kapitallebensversicherung, Sachen, die man für längerfristig plant. Oder aber halt auch, ne? Trading, das ist für kurzfristig, das ist dafür, für das Geld, was man so zum Leben braucht. Ja? Und ich bin auch noch Gewerbetreibender, ja, über den Online-Shop und. Ne? Also ich habe viele Standbeine. Ja? Und hier haben wir Pfund Dollar. Da weiß ich, dass wir hier die 82er Rendite fix haben. Oh, Dollar Frankly M2. Der sieht fast noch heißer aus. Dann gucken wir mal erstmal die Rendite hier. Hat 74. Ja, gucken wir mal. Wir beobachten das mal. Auf jeden Fall tragen wir erstmal 80 ein. Das sind beides M2-Trades, die von 46, also 10 Sekunden, müssen wir uns entschieden haben. Der sieht natürlich geiler aus als der Pfund-Dollar, wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob ich so schnell dahin komme. Ja, auch vom. Wir gehen den mal mit da unten, den Pfund Franken, ja. Bestes Asset. Jetzt muss ja die Entscheidung gefällt werden. Hier im Pfund Dollar waren wir ja auch im M2. Seht ihr, man kommt hier gar nicht so schnell dahin. Das ist immer so ein. Da kann ich auch würfeln, ne? Ja, guck mal, M5, M1, ich will auf M2, bleib stehen jetzt, ja. Ne? Hier haben wir ein 3-3er Sell und hier hatten wir nur ein 2-6er Buy. Ja. Und, wir bleiben jetzt hier beim Dollar Frankly. Ja, Punkt aus, Mickey Maus. Machen die Chartwäsche raus, kann man mit der linken Maustaste, wenn man es hier trifft. Ja, oder aber einfach mit der Leertaste. Zack, zack. Ja. Können wir auch natürlich hingehen, können Alarme ausstellen, dann haben wir jetzt unsere Ruhe. Das mache ich in letzter Zeit ganz gerne. Gerade wenn ich am Reden bin. Ja, haben wir 80. Und dann, also ich trage das jetzt hier neben ein. Falls wir den Trade nicht gewinnen, immer vorbereitet sein. Ja, nicht so viel dumm rumlabern, Herr Müller. Ja, machen wir 188. Aber er sieht doch jetzt ganz gut aus. Hier noch so ein bisschen Kaffee stehen. Prost, lecker. Barista, Ate. Wenn man guten Kaffee haben will, ich poste mal im Telegram euch mal Links. Da könnt ihr euch mal richtig guten Kaffee bestellen. Und ja, jetzt schauen wir erstmal auf den Trade. Der läuft ganz gut. Ich bin so langsam dann auch mal wach. Ne? 9:47 Uhr. Aber ich habe mir gedacht, besser jetzt heute Morgen. Gucken wir mal, dass wir das Video machen, weil heute Mittag wird es vielleicht dann schlechter. Passiert gar nichts mehr, auch von den Kursen her. Ne? Dass man da ne? Ständig in Rücklauf, Rücklauf, Rücklauf. Ja? Dann miese Rendite und dann ist schon wieder Freitag, Nachmittag, Abend. Dann ist schon wieder die Messe gehalten. Ne? Und deswegen habe ich das heute Morgen direkt hier. Community lechzt nach Informationen, nach Videos und dann will ich die auch natürlich befriedigen oder zufriedenstellen wenigstens. Kommt drauf an, ob ihr männlich oder weiblich seid. Nein, Spaß beiseite. Den haben wir gewonnen. Eben den haben wir gewonnen.
Ich denke mal, damit machen wir dicht. Haben wir jetzt eine Viertelstunde Video. Ihr wisst die Info Bescheid. Das war das letzte Video mit der Version 2.1. Ab nächster Woche gibt es nur noch die Version 2.2 und die wird es dann wahrscheinlich auch erstmal lange Zeit so geben. Und dann wird es eventuell, natürlich wird auch noch weiter, es wird auch noch weiter im Hintergrund gearbeitet, schon an der Version, das ist dann ein Sprung auf die 3. Ja. Aber die 2.2, die umfasst alles, ja, die ist wirklich alle Wünsche der Community, das muss ich jetzt nochmal aus, also das muss ich mal sagen, wir haben wirklich alles umgesetzt, was bei Weihnachten gefordert wurde oder verlangt wurde, ja, an das System. Ja, es war auch alles machbar, es wurde alles umgesetzt, ne? Es ist hier die Zahlen, es ist größer einzustellen. Ihr könnt, ihr habt hier die Calculator drin, die ganzen CS-Werte übersichtlich auf einem, ja? Auch für mich nochmal die Vereinfachung. Ja, wir machen eine Fanlizenzierung wieder, ja? Hat für euch keine Auswirkungen, aber für mich, ja? Das heißt, ich kann euch einfach die MetaTrader-ID ändern und die andere abschalten, ohne dass ich da jedes Mal wieder komplett das System quasi über den Meta-Editor eingeben muss und kompilieren muss und die Verzeichnisse, die Files wieder rüber auf den Server schieben muss, in das ZIP integrieren. Riesentamtam jedes Mal, ne? Ja, jetzt tippe ich einfach die neue ID ein, die ihr mir schickt, Copy-Paste, fertig, ne? Und dann läuft die neue ID. Also das ist für mich eine Vereinfachung, ja. Und es klappt alles, es wurde wirklich getestet in jeglicher Form, ja. Und es ist mir kommen die Tränen, ja. Es ist einfach nur schön, ja. Und ich bin echt zufrieden, dass das so gut geklappt hat. Auch nochmal danke an das ganze Team, ja, von Erstellern, von Testern, von ja, Hilfestellungen, gerade nochmal auch für die Fernlizenzierung. Das war zum Schluss noch das große Ding, ja. Dass das jetzt wirklich alles geklappt hat auf der Zielgeraden. Und ja, ab Montag werdet ihr es sehen, ja, wie es geworden ist. Und dann können wir da lange, lange, lange Zeit viel, viel Spaß mit haben. Gut, jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich lade das Video dann gleich noch hoch und ihr bekommt es dann am Nachmittag. Ich stelle es auf 4:30 oder so, weil YouTube braucht immer. Ne, man lädt das Video hoch, dann tut er das erstmal nur bei sich quasi speichern in 360 Pixel. Also könnt man gerade auf dem Handy gucken. Und tut das dann nach und nach erst diese Skalierung machen für höhere Auflösungen. Ich filme das hier quasi in HD ab, ein bisschen oben und unten abgeschnitten. Und das dauert dann seine Stunden. Wenn ich das 1:1 releasen würde, würdet ihr nur Preise sehen, würdet schimpfen. Ja? Das wollen wir nicht. Gut. Alles klar. 17,5 Minuten. Auf Wiedersehen.